So, laut meiner Uhr haben wir 11 Uhr. Genau. Dann ho, ho, ho. Willkommen in der KIS Weihnachtsstube. Ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen zu unserem Steadyprint 9.0 Virtual Release Webinar. Und die Kollegen hier im Hintergrund haben uns ein bisschen Gebäck zubereitet. Wir haben ein bisschen Weihnachtsambiente gestellt bekommen. Wir haben die Glühweintassen von unseren Elfen füllen lassen. Prost. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und hoffentlich neben den technischen Aspekten auch ein bisschen Festtagsstimmung so kurz vor Weihnachten verbreiten zu dürfen. Mein Name ist Mike Guda. Ich bin seit knapp 7 Jahren Teil der KIS Unternehmensgruppe und als Senior Account Manager im Kundenberaterfeld tätig und oft auch nah dran natürlich am Kunden und darf dann auch erleben, wie Steadyprint wahrgenommen wird. Und ich habe heute als Vertretung für den Christoph den Dennis bei mir zu Gast. Hallo, genau, ja. Dennis Bruch, mein Name, und ich bin Entwickler für Steadyprint und ich bin heute dafür da, um euch ein paar Live-Schaltungen zu zeigen und Live-Präsentationen der Funktionen zu geben. Danke dafür, auch danke, dass du so kurzfristig einspringst. Man konnte es vermuten, der Pullover ist nicht ganz in deiner Ein bisschen Größe. Platz geschaffen für Weihnachten. Danke aber auf jeden Fall, dass du so spontan einspringst und wir das jetzt trotzdem realisieren konnten. Ja, dann wollen wir, glaube ich, auch anfangen mit dem offiziellen Teil. Wir haben die Folie schon offen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne die Chatfunktion in der Konsole nutzen und uns Fragen stellen. Gerne werden wir diese im Anschluss so schnell wie möglich für Sie beantworten. Und vielleicht machst du gerade das Bild mal kurz weg, damit wir die Mailadresse sehen. Gerne können Sie Ihre Fragen auch wie gewohnt an sales@steadyprint.com senden und auch die werden wir so schnell wie möglich im Anschluss beantworten, meistens durch den Account Manager, der Ihnen zugewiesen ist. Ja, wollen wir zur Agenda übergehen, Dennis? Klar, gerne. Wir haben heute mehrere spannende Themen für diesen Steadyprint 9.0 Release für Sie vorbereitet. Und zwar würden wir gerne unsere VPD-News vorstellen. Was haben wir am virtuellen Treiber so getan in den letzten Monaten? Dazu kommt dann die Cluster-Erweiterung und generell, dass wir etwas tiefer in die VPD-Driver einsteigen. Dann hast du uns als Thema noch die logischen Drucker für heute mitgebracht, die Outlook-Integration, die Automatisierung mit der API und der PowerShell, die Security Improvements und das Secure Print Version 2, wo wir gleich auch live am Drucker zeigen werden, wie das funktioniert. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen das Herzstück heute werden, oder? Genau, auf jeden Fall. Also das wird auch so eher der primäre praktische Teil werden, wo wir wirklich mal ein bisschen was zeigen können. Einfach mal ein bisschen Stand-up hier machen und mal vor Ort zeigen, wie denn wirklich so ein Secure-Print eigentlich bei uns funktionieren kann. Ja, freue ich mich drauf. Ich habe mir natürlich auch zu den einzelnen Themen auf meinen Thomas Gottschalk Gedächtniskarten ein bisschen was notiert, so dass ich dich auch ein bisschen löchern werde. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du uns jetzt wirklich begeistern kannst mit den Themen von meiner Seite aus. VPD News, Cluster-Erweiterung. Dennis, was gibt's Neues in der VPD-Welt? Leg los. Ja, VPD, Mike, du kennst es ja, Print Job Sorting ist ein ganz neues Feature, was wir haben. Und zwar ist es hauptsächlich, wenn du jetzt zwei Dokumente hattest und wolltest die Dokumente drucken. Hast zum Beispiel Dokument 1 mit 15 Seiten, hast Dokument 2 mit einer Seite und hast die auf den Drucker geschickt. Jetzt kann es aber passieren, dass aufgrund der Größe der Print Job oder der Print Server das kleinere Dokument halt eben vorgezogen hat. Und obwohl du es im Nachgang abgeschickt hast, diesen Druckauftrag, wolltest aber gerne, hättest gerne im Prinzip das so gewollt, dass das zweite Dokument, das kleinere, im Prinzip in derselben Reihenfolge rauskommt, wie du es eigentlich auch an den Druck übergeben hast, an den Drucker. Und um das halt eben zu bekommen, haben wir mit den Performance-Profilen eine Möglichkeit geschaffen, diese Printshops in der Reihenfolge zu sortieren, wie du auch die Drucke abgeschickt hast. Und zwar im Standard ist es so, dass innerhalb von 3 Sekunden geprüft wird, wenn der erste Druckauftrag reinkommt, kommt noch ein weiterer vom selben Anwender, der den Druck halt eben ausgelöst hat, an dem Printserver an. Und dann wird der in dieser Reihenfolge sozusagen eingereiht und an den Printserver weitergeleitet. Also im Endeffekt ein richtig cooler Lifehack, der mir mein Leben erleichtert. Genau. Cool. Und da mit diesen Performance-Profilen hast du die Möglichkeit, kannst du jederzeit auch noch die 3 Sekunden erhöhen, wenn du sagst, die Zeit ist hier einfach zu gering, dann erhöhst du es nach Belieben
Und dann passt es immer so, wie du es eigentlich im Prinzip haben willst, dass du mehrere Dokumente auch in der richtigen Reihenfolge zum Server schickst. Okay. Dementsprechend erweitert haben wir das Ganze natürlich noch, wenn es darum ging, das Ganze in das Cluster zu bringen. Und im Cluster haben wir ja das Problem, gerade mit dem Lazy Loading, dass wir die mehreren Print-Jobs auf mehrere Print-Server aufgeteilt haben. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir das nicht an einen Benutzer natürlich festmachen können, weil die Print-Server das unter die verschiedenen Print-Jobs bekommen. Beispielsweise unsere zwei Drucke können zum Beispiel auch auf zwei verschiedenen Print-Servern halt zu einem Zeitpunkt gelangen. Jetzt können die natürlich die zeitliche Abfolge entsprechend nicht mehr auflösen. Dadurch haben wir dieses Member-Pinning geschaffen. Das heißt, wir pinnen den User sozusagen an den Print-Server und dort werden dann nur die Druckaufträge hingeschickt, damit wir im Endeffekt auch wieder eine sortierte Druckreihenfolge bekommen und die dann auch entsprechend an den Drucker weitergeleitet wird. Und das ist eben unser Member-Pinning und das ist auch wieder das neue Feature und damit auch im Cluster nutzbar. Ja, ich mag ja diese kleinen, aber feinen Features, wo man dann wirklich merkt, wenn man sie zwei, dreimal genutzt hat, dass man wirklich dadurch Verbesserungen hat und dass man dann merkt, ach, wie konnte ich denn vorher ohne? Deswegen cooles Feature. Ja. Danke. Ja, dann nächste Thema, auch immer noch VPD-News. Wir haben am VNAME Direct wieder gezaubert und da auch meine Frage, VNAME Direct habe ich ja in einem meiner letzten Webinare mit dem Christoph ein bisschen näher vorgestellt. Was habt ihr denn daran gemacht? Was hat sich denn jetzt geändert? Da kannst du mich gerne als auch die Zuschauer nochmal abholen mit kurzen News. Genau, also wir hatten ja eigentlich VNAME, genauer gesagt. Und das ist ja wirklich ein Drucker, der auf einen generellen Drucktreiber sozusagen zurückgreift. Das heißt, wie beim VPD. Und dieser generelle Drucktreiber kennt allerdings ja gar nicht seine Eigenschaften. Und genau das war bisher unser Problem. Du hast auf einen VNAME gedruckt, deinen Printshop. Und jedes Mal beim Erzeugen wusste er ja nicht, wenn jetzt zum Beispiel der Printshop einen A3 hatte und der Drucker kann vielleicht gar keinen A3, der im Hintergrund dahinter geschaltet ist, kannst du das Dokument nie so ausdrucken, wie du es eigentlich erzeugt hast. Und das ist eigentlich der essentielle Unterschied, dass wir hier VNAME Direct, also den VNAME behandeln wie einen VDirect-Drucker und genau den physikalischen Drucker hinten anhängen, damit auch die Druckeigenschaften sozusagen beim Printshop-Erzeugen zur Verfügung stehen und du wirklich genau das Blatt so rausgedruckt bekommst, wie du es eigentlich beim Erzeugen reingibst. Mhm, und das ist eigentlich genau das VNAME, was wir so umsetzen wollten. Also genau so wollten wir es immer haben und jetzt haben wir die VNAME-Funktion veredelt dadurch. Genau. Schön. Ja, auf jeden Fall auch ein spannendes neues Feature. Und ich sehe hier in dem Agenda unser nächstes Thema, die logischen Drucker. Da natürlich meine Frage, Dennis, logische Drucker klingt für mich erstmal nach physikalischen Druckern. Was habt ihr denn hier jetzt getan, um das mit der VPD-Welt zu verbinden? Und genau, was kannst du uns denn hierzu jetzt an neuen Features vorstellen? Und welche Mehrwerte haben wir hier? Ja, klar, wie du schon sagtest, Mike, logischer Drucker ist auch ein VPD-Drucker. Der große Mehrwert ist wirklich, wenn man den Anwendungsfall mal sieht, viel wurde draußen im Feld sozusagen, wurden Drucker neu angelegt mit eigenen individuellen Templates. Das heißt, Abteilungen bekamen einen Drucker mit einem individuellen Template, zum Beispiel Farbdruck, verschiedene Papierfachausgaben. Und für jedes zum Beispiel eigene Papierfachausgabe kann man einen eigenen Drucker hier anlegen. Der Nachteil, den nur daraus bestand, ist, dass die physikalischen Drucker immer mehrfach sozusagen, also diese physikalischen Drucker, die auch wir als Drucker-Hues bezeichnen, mehrfach angelegt wurden mit dem individuellen Template. Das wird natürlich in einem sehr großen Unternehmen schnell mal unübersichtlich für den Administrator und lässt sich auch nur noch schwer administrieren und verwalten. Aus dem Grund haben wir gesagt, wir wollen ja eigentlich nur noch die physischen Drucker haben, und alle anderen Templates, die wir dort anhängen, als logische Drucker sozusagen darunter pinnen und anhängen. Und eben genau das haben wir damit geschaffen. Wir haben einen physischen Drucker und haben weitere logische Drucker, die jeweils ein individuelles Template beinhalten, einfach angehangen.
haben wir die Möglichkeit, das mal kurz zu sehen, weil Na da steht klar. ja Live-Demo Ja. und ich denke mal, das können wir uns ja alle besser vorstellen, wenn wir das mal ganz kurz sehen dürfen, oder? Auf jeden Fall. Da bist du doch vorbereitet, oder? Genau, deswegen habe ich das auch mitgebracht und will euch das einfach mal darstellen. Also ihr seht alle hier Center, du auch, Mike. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt hier im Center sind und würden jetzt sagen, wir wollen einen neuen Drucker anhängen. Können wir ja mit AdPrinter zum Beispiel unseren 0103 Drucker anhängen. Ich schiebe mal gerade unser Bild kurz beiseite, damit ich hier auch richtig an die Buttons dran komme. Und habe diesen Drucker jetzt hier neu angelegt. Jetzt machen wir natürlich genau das, wie das im Feld ist. Wir würden ein neues Template erzeugen und gehen im Endeffekt auf den Drucker rein, erzeugen uns ein neues Template. Na, wir waren noch nicht weit genug gerutscht. Ich wollte sagen, sonst kannst du die Kamera auch so ein bisschen ausblenden. Die Zuschauer werden es verkraften, uns mal nicht zu sehen. Genau, ich merke schon. Die Features sind wichtiger als wir. Ich merke schon, wie egal, wo wir uns hinhangeln, Mike. Wir stehen immer im Weg. Wir stehen immer im Weg. So, rufen wir gerade das Template auf, stellen wir es auf Mono um, speichern es ab. So haben wir dann schon mal ein Template hinzugenommen. Weil es jetzt natürlich noch passend ist, legen wir uns noch ein zweites Color-Template an. Nur mal halt eben, um das mal darzustellen. So, hier die Farbe von dem Druckertreiber angewählt und speichern. Jetzt sehen wir natürlich die beiden Templates. Aber jetzt kann der Endkunde ja im Endeffekt noch nicht diesen Drucker direkt wählen. Er kann höchstens nur den Drucker wählen und muss dann explizit dieses Template anwählen. Was wir jetzt machen, wir legen einen neuen logischen Drucker an. Da müssen wir erst, oder müssen, musst du dann, wenn du es machen willst, einen Suffix hinterlegen. Das macht Sinn, wenn man das so benannt, wie eigentlich das Template eigentlich heißt, zum Beispiel hier Mono. Dann würden wir das Mono-Template auswählen, hängen es hinten an. Wir können das Gleiche nochmal für Color machen. Hängen das, den farblogischen Drucker hinten dran und haben jetzt im selben Ordner zwei logische Drucker erzeugt mit dem jeweils anderen Template. Mhm. Und diesen Drucker kannst du beim Druck natürlich dann direkt anwählen. Riesenvorteil dadurch, die Endkunden müssen nicht irgendwelche Voreinstellungen nutzen, sondern haben hier eine fertige Vorlage von ihrem Drucker, die sie direkt anwählen können in dem Moment, wo sie den Drucker anwählen und dann eigentlich auch direkt den Druck ausführen, direkt mit den richtigen Einstellungen hinterlegt. Okay. Und das ist natürlich der Riesenvorteil, man spart Klicks und muss jetzt ständig irgendwo rumklicken. Und wir machen noch einen minimalen Administrationsaufwand, weil wir jetzt nur noch einmal den physikalischen Drucker zur Verfügung haben und fügen dann N-Templates hinzu. Bedeutet, wir haben für den User hier weniger Klicks, wir haben für den Administrator weniger Klicks und können hier weiter auch sagen, Steadyprint macht das Leben ein bisschen einfacher. Genau. Ja, cool. Haben wir auch weniger Treiberchaos dann, ja, oder? Auf jeden Fall. Wunderbar. Gerade im Treiberordner, da ist nur noch, sind nur noch die physikalischen Drucker hinterlegt. Ja, ich höre nur Vorteile daraus. Ja. Also, cooles der Baum, Feature. Der Baum wird übersichtlicher. Wir können sogar von den logischen Druckern auf den physikalischen Druckern zurückreferenzieren und bekommen somit eine einfache und tolle Übersicht. Ja, wie immer, spricht eigentlich wenig gegen Steadyprint, falls noch nicht im Einsatz ist. Genau. Also einfach ein super tolles Feature, was man jedem nur jetzt empfehlen kann. Ja, cool. Dann lohnt sich auf jeden Fall das Update, Upgrade auf Steadyprint 9.0, allein schon wegen der eben vorgestellten Features und jetzt ist es Kernfeature. Klasse. Genau. Dann unser nächstes Thema, auch wieder eine Live-Demo der Outlook-Integration. Hier habe ich ja schon das Glück gehabt, dass ich so ein bisschen mit eingebunden wurde von euch, dass ich schon frühzeitig das Outlook-Add-In von Steadyprint auch mal in der Beta auf Herz und Nieren testen konnte und gemerkt habe, das ist eigentlich ein richtig cooles Feature. Ich hatte hier die Möglichkeit zu sagen, möchte ich direkt meine Anhänge in der Steadyprint-Welt drucken, so wie ich das benötige, mit Briefpapier, ohne Briefpapier, möchte ich meine Workflows hinterlegen, möchte ich die Mail drucken ohne Anhang, möchte ich die Mail und den Anhang drucken und das alles mit einem Knopfdruck mit vorausgewählten Druckeinstellungen. Hut ab, Zeitersparnis, modernes Feature und wie ich eingangs eben schon erwähnt habe, wieder so eine Sache, wie konnte man ohne? Man merkt es dann erst, wenn man es hat. Das stimmt. Deswegen wieder pfiffige Sache.
Da würde ich dich auch bitten, ich denke mal, du hast da noch mehr Details zu und zeig uns das doch einfach mal, erzählen kann ich viel. Genau, ja, also Outlook kennt jeder, ne? Und eben weil wir da wirklich Steadyprint im Prinzip jeden in dem Alltag eigentlich näher bringen wollen und auch in den Alltag integrieren, haben wir eben dieses Add-in erschaffen mit einem eigenen Menüpunkt oben in der Menüleiste, wo wir dann im Prinzip, wenn wir draufklicken, den Quickprint-Drucker angezeigt, also den aktuell eingestellten Drucker angezeigt bekommen. Das kriegen wir hier auch nochmal als Kommentar angezeigt. Hier sieht man schön, dass wir einen V-Printer jetzt gerade ausgewählt haben. Und dann haben wir im Prinzip drei Quicklinks hinterlegt, wo wir eigentlich komplett E-Mail drucken können, die Anlagen drucken oder beides gemeinsam. Mhm. Und du, Mike, findest auch, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, selbst im Kontextmenü haben wir dort auch schon die drei Quicklinks hinterlegt. Ja, so weit war ich schon wieder noch gar nicht. Ich kannte es nur oben über die Leiste, deswegen genau. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja. Noch eine Erleichterung. Und das Schöne ist, dann geht es eigentlich auch wieder, wie man es kennt. Man klickt halt eben drauf. Wir können das Image auswählen beim Anlagendrucken zum Beispiel. Nach einer Zeit öffnet sich dann unser VPD-Druckdialog. Ja, und dann können wir das Ganze in den Druck geben. Und dann sehen wir im Endeffekt unseren Druck. Ja, wunderbar. Ich denke mal, dann wird sich jetzt der V-Printer ganz normal öffnen, wie immer. Genau. Und dann kann ich wahrscheinlich auch auswählen, was ich damit möchte. Ja. Ob wir jetzt vorgezogen für gleich einen Secure-Print machen oder ob ich direkt einen unserer lokalen Drucker ansteuere oder es per Mail verschicken will oder in einen Workflow überführen will. Da haben wir es ja schon. Alle Möglichkeiten, die Ihnen bekannt sind, können wir hier jetzt wieder nutzen. Komplett nutzen, richtig. Ja, cool. Das ist alles, was wir wirklich so haben zum Outlook-Add-in. Ja, dann meine Frage dazu. Ich merke ja schon, so ein Add-in wird in jedem Programm Sinn machen, aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Sind denn weitere Add-ins für die andere Office-Palette geplant? Ich drucke ja auch schon mal aus Excel oder aus Word hinaus oder beziehungsweise habt da auch Anlagen und so. Macht das da Sinn, auch ein Add-in einzupflegen und habt ihr da auch schon einen Plan für? Doch, unser Plan sieht genauso aus, dass wir wirklich für zukünftige Generationen Releases von Steadyprint, dass wir da weitere Add-ins für Word, eventuell vielleicht auch aus Excel raus, dass man die dort erweitert. PowerPoint ist auch so eine Überlegung wert, dass wir das dort in den nächsten Versionen integrieren möchten, um einfach wie dir, Mike, als Anwender Steadyprint hier in den Arbeitsalltag näher zu integrieren und das möglich zu machen. Ja, wunderbar. Ja. Apropos Anwender, ich glaube, das nächste Thema ist jetzt etwas anwenderfremd und eher für die Administratoren gedacht. Und da würde ich dich bitten, Automatisierungen, was können wir uns darunter wirklich vorstellen? Wo können wir hier vielleicht auch die Anwender, aber vor allem die Administratoren abholen? Wo können wir das Leben leichter machen? Und Dennis, werden wir technisch? Bitte stell uns Automatisierungen vor mit allem, was dazugehört. Ja, ein wenig technisch wird sich jetzt auf jeden Fall. Zum einen das Thema Automatisierung mit der API. Die API ist eine REST-basierte Web-API, also eine Schnittstelle, eine Programmierschnittstelle, mit der du, wenn du, Mike, ein eigenes Programm schreiben willst, Steadyprint integrieren kannst und die Daten und die Funktionen von Steadyprint voll nutzen kannst. Und dazu habe ich ja auch mal was vorbereitet. Haben wir die... Wir liefern sozusagen im Installer mit einen kleinen Webserver, Kestrel Webserver, wo wir wirklich auf diese Swagger Docs Seite verweisen. Und ihr seht sie hier schon geöffnet. Und in dieser Seite siehst du alle Endpunkte, die du integrieren kannst in dein Programm. Mhm. Das Schöne mit dieser Swagger Seite, du kannst halt eben die Endpunkte schon ausprobieren, also die Funktionen im Endeffekt. Und wenn man es hier mal exemplarisch macht, hier, wir könnten mit Health-Status, könnten wir die Get-Funktion prüfen. Die macht auf jeden Fall Sinn, um zu wissen, ob der AD-Service funktioniert oder ob die Datenbank schon funktioniert. Das ist so wirklich ein erster Test. Und dann kannst du halt eben mit diesem Tryout, Execute, prüfen. Du schickst wirklich einen HTTP-Request an die API und die beantwortet dir den, ob die wirklich gültig ist oder nicht. Hier der Status 200 besagt halt, Getting Status was successful. Das heißt wirklich, die Datenbank ist erreichbar, sowie der AD-Service. Und damit hast du schnell mal unsere Endpunkte geprüft. Wenn du jetzt das bei dir ins eigene Programm integrieren möchtest, auf programmierbarer Seite, macht es hier auch Sinn. Wir liefern die OpenAPI-JSON mit. Die findet sich oben links.
Diese Datei kannst du runterladen und bei dir, zum Beispiel in Postman, ist ja ein Tool für API-Entwickler, integrieren oder bei dir in die eigene Applikation. Und damit hast du alle Endpunkte, die wir zur Verfügung stellen, direkt zur Verfügung, inklusive der Parameter, und kannst sie dann direkt ansteuern. Und damit hättest du die Chance, ohne die händisch nachschreiben zu müssen, direkt auf unsere Funktionen zurückzugreifen und die vollwertig einzusetzen. Okay. Und das spart auch wieder Zeit und macht es natürlich das Leben der Entwickler als wie auch der Administratoren wesentlich einfacher, um das nutzen zu können. Ja, Wahnsinn. Ja. Was StadyPrint vom Wir wollen Druck einfacher machen und ermöglichen, bis hin zu einem riesigen Tool mittlerweile gewachsen ist, was da für Funktionsumfang hintersteckt und wie ihr immer wieder noch Ideen und Schnittstellen findet, das noch weiter zu optimieren und klasse. Ja, auch hier ist für die Zukunft gedacht, das weiter auszubauen und dass noch viel mehr Funktionen, Neuerungen werden jetzt immer wieder über die API bereitgestellt, dass jeder die Möglichkeit hat, da wirklich auf neue Sachen voll zuzugreifen. Ja, ich mag diese Vermischung von manchmal holt ihr mehr die Entwicklungsebene ab, manchmal holt ihr mehr die Administratoren ab. Vergesst aber auch die Anwender nicht, wo wir euch immer wieder gerne auch sowohl vom Kunden als auch aus unserem eigenen Gebrauch Sachen mitgeben. Ihr baut es alles ein. Hut ab. Ja. Coole Sache. Zudem, neben der Automatisierung von der API, haben wir natürlich auch noch die Automatisierung über die PowerShell-Skripte mit integriert. Mhm. Da will ich jetzt gerade mal auch mal zeigen. Sehr gerne. Das läuft auch im Prinzip über die API-Kommandos eigentlich ab. Und hier haben wir, wenn wir im Websender sind, eine kleine Hilfeseite vorbereitet, mit du, Mike, auch auf jeden Fall schnell schon mal ein paar Skripte schreiben kannst und dann schnell mal StadyPrint testen und bei dir vielleicht Automatisierung zu starten. Ja, ich denke mal, da sehen wir auch direkt unser Webcenter entwickelt sich auch immer weiter. Genau, da gerade Websender, Dashboard hatte ich ja beim letzten Mal gezeigt, mhm. aber hier sind natürlich weitere Funktionen hinzugekommen, wie die Rollenverwaltung ist mit hinzugekommen. PowerShell, wo ich jetzt auch losgehen, API-Token, das heißt, wenn jemand sich mit seinen Credentials immer anmelden müsste, hätte er eh die Chance, dass er sich einen API-Token über den Anwender holt und mit diesem Token kann er sich eine Stunde lang einloggen und muss nicht ständig immer seine User-Credentials neu angeben. Mhm. Also auch hier einiges neu hinzugekommen. SecurePrint, wo wir gleich noch drauf zukommen, ist hier die Backend-Einstellung, die wirklich möglich macht, individuelle Einstellungen vorzusehen. Aber kommen wir gleich noch zu. Gehen wir gerade kurz auf PowerShell. Hier haben wir, wie schon beschrieben, unsere kleine Dokumentation. Da kannst du, Mike, hergehen und unser PowerShell-Modul runterladen. Das ist einfach eine DLL-Datei, die kann dann mit verschiedenen PowerShell-Befehlen importiert werden. Und hier hättest du eine Möglichkeit, ist beschrieben, wie du dich authentifizieren kannst an StadyPrint und dann auch entsprechende Änderungen nachvollziehen. So habe ich zum Beispiel ein kleines Skript vorbereitet. Da kannst du den Heal-Status, wie wir gerade eben mit der API gemacht haben, direkt über das PowerShell-Skript ausführen. Und fahren wir hier nochmal kurz ins Bild. Hier seht ihr natürlich, hier haben wir das Modul, diese DLL, integriert. Da haben wir uns dann authentifiziert an der API und rufen den Heal-Status auf und zurückkommt der Status Success. Das heißt, wir sind wirklich erreichbar. Und damit haben wir die Chance, direkt zu sehen, die Datenbank läuft, der AD läuft. Perfekt. Dann können wir alles mit abfragen, was wir wissen müssen. Genau. Und weil das auf jeden Fall auch so eine spannende Geschichte ist, wir sehen ja zum Beispiel hier im Sender, wir könnten jetzt ganz schnell mal irgendwelche Printer hinzufügen zu den Druckservern. Wenn wir jetzt hier in diesem VM-Druckserver einen Printer mit der Nummer 06 hinzufügen würden, da habe ich schon mal ein Skript vorbereitet. So kann ich halt eben dieses PowerShell-Skript ausführen. Der läuft jetzt einmal ab, importiert mir den neuen Printer. Sollte jetzt sagen, ja, ich bin importiert. Ja, es braucht ein bisschen, aber sag jetzt... Sagt er auch. Ach, mir kam schon ein Schweißperl auf die Stirn. Wir wollen das doch hier auch nicht hetzen. Hier müssen wir natürlich gerade noch eine Aktualisierung machen. Wir aktualisieren natürlich gerade unseren Baum, gucken nach und wie du siehst, Mike, ist drin. Der neue Drucker ist drin. Und
So kannst du verschiedene Automatisierungen ablaufen lassen und dann kannst du auf einfache Art und Weise dein Steadyprint, deine Druckumgebung so anpassen, wie du das eigentlich gerne haben möchtest. Perfekt. Das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen veredeln. Wir wollen, dass es am Ende so läuft, wie der Administrator es haben möchte. Dann weiterer Beitrag dazu. Coole Sache. Genau. Ja, dann, ich glaube, wir haben noch ein, zwei Themen, die wir gerne mit Ihnen besprechen würden. Das Thema Security ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, immer in aller Munde ist und stetig weiterentwickelt wird und ein stetiger Prozess ist. Ich glaube, die letzten Monate haben auch gezeigt, dass das wirklich ein Thema ist, wo man eigentlich keine Budgetgrenzen haben sollte, wenn man so mitbekommt, was wirklich im Security-Bereich läuft. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Wir wollen uns auf Steadyprint konzentrieren. Hier haben wir hoffentlich alle aktuellen Security-Features drin, die man so benötigt. Und ich denke mal, da kannst du uns jetzt abholen. Was hat sich denn im Bereich Security getan? Wo haben wir denn noch Verbesserungen einfügen können? Was hat man davon? Und sind wir weiterhin eine sichere Software, Dennis? Oh ja, ganz essentiell neu hinzugekommen ist gerade der Printshop. Also genau das Kernobjekt sozusagen, was ja eben nicht ja, gestohlen oder zumindest nicht eingesehen werden sollte. Mhm. Das haben wir jetzt wirklich verschlüsselt und hätten selbst auch nur die Möglichkeit, das zu entschlüsseln, wenn wir den Private Key des Kunden im Endeffekt mitbekommen. Also da ist auch wirklich eine Verschlüsselung gelaufen, dass man hier jetzt sagen kann, wirklich von Druckauftrag bzw. Printshop-Erstellung bis zum Print, dass eigentlich dort eine Verschlüsselung stattfindet. Mhm. Und dass das dann im Endeffekt auch ja nicht für jedermann einsetzbar ist. So soll es ja auch sein. Genau. Schön, dass wir da dranbleiben an dem Thema. Ja. Schön, dass das, glaube ich, auch schon immer ein wichtiges Thema war. Gute Sache. Ja. Dann würde ich sagen, wir müssen jetzt ein ganz klein bisschen umbauen, um wirklich auch das nächste Thema, den Secure Print, live zeigen zu können. Dafür würde ich dich jetzt in Teams anrufen, damit wir dann mit meiner Kamera mal eben kurz zum Drucker nebenan gehen können. Würde dich bitten, das Webcam-Bild dort einmal zu schließen, dein Teams im Hintergrund bereit zu haben und dann wechseln wir mal eben live drei Schritte weiter. Ja, genau. Also es geht ja jetzt gerade hier um Secure Print und was mir gerade noch, ein Moment, Mike. Ja, du sagst einfach, wann ich anrufen soll. Genau, ich werde gerade den Druckauftrag mal noch abschicken, damit jeder von uns auch zumindest die Vorarbeit für Secure Print schon mitbekommt. Und dann können wir auch schon direkt starten. Du hast dein Teams auch beschäftigt. Ich hoffe, mein Anruf kommt so gerade durch. Du sagst, wann ich starten kann. Genau, starten. Ich sehe jetzt ja gerade nichts mehr. Starte. Soll ich? Okay, dann mache ich hier den Anruf. Ja. Oh, wir haben eine Rückkopplung. So, ich hoffe, die haben wir jetzt erledigt. Das ist jetzt unser Drucker. Oh, wir müssen noch eben ein Vollbild machen. Genau, das ist jetzt unser Drucker, den wir SecurePrint-fähig gemacht haben und Dennis, ich würde dich bitten, erzähl uns was dazu. Genau, also unsere SecurePrint-Lösung. SecurePrint, im Prinzip sicheres Drucken, damit halt eben die Drucke, die am Drucker herauskommen, nicht für jedermann einsehbar sind. Dafür hatten wir die SecurePrint V1 schon derzeit auf dem Markt. Und mit der SecurePrint V1-Lösung war es ja so, dass wir eine eigene App entwickelt hatten, die wir nutzten, um mit dieser App und mit dem eigenen Bring Your Own Device den QR-Code zu scannen am Drucker und sozusagen vor Ort zu bestätigen, dass wir an dem Drucker sind und den Druck auch sicher entgegennehmen können. Jetzt haben natürlich viele unserer Kunden auch schon mal die Frage gestellt, ja, wir haben ja gar keine eigene Bring Your Own Device Variante für unsere Mitarbeiter. Und eben, neben dieser weiteren Bring Your Own Device Variante, die wir noch unterstützen, haben wir halt zusätzlich jetzt mittlerweile eine Terminal-Variante mit ausgeliefert. Das heißt, wir haben ein eigenes Terminal, dazu kann jedes beliebige Endgerät verwendet werden. Hier in dem Fall haben wir ein Smartphone verwendet, was gekoppelt ist mit dem Drucker und über WLAN mit dem Print-Server und Steadyprint kommuniziert. Und an diesem Terminal können wir uns vor Ort mit entweder unser Mitarbeiterausweis oder unserem Dongle
oder halt eben mit der PIN oder mit unseren User Credentials, sprich unserem Nutzername, Passwort, am Gerät anmelden. Und wenn ich das mal demonstrieren darf, so ist Gerne. Es Dann zoome ich mal ein bisschen ran. Wir haben jetzt gerade hier die Authentifizierung. Er hat keinen Druckauftrag. Er hat meinen Druckauftrag noch nicht gekriegt. Okay. Hat er nicht abgeschickt. Ich werde mal gerade schnell rüber switchen. Dann probier es bitte nochmal, ja. Genau. Das ist jetzt natürlich wieder der Vorführeffekt. Genau. Aber auch vor dem sind wir leider bei StudyPrint nicht verschont. Haben wir denn generell so Empfehlungen, wenn wir einen Drucker mit Smartphone ausliefern? Da würden wir Empfehlungen mitgeben, oder? Da geben wir Empfehlungen mit. Also wir haben da wirklich eine komplette Endgerät-Empfehlung, die wir komplett ausgearbeitet haben, inklusive Halterung, inklusive Diebstahlsicherung, wenn jemand das wünscht, weil das Gerät im öffentlichen Bereich halt eben steht. Da können wir alles Mögliche zur Verfügung stellen und jedem Kunden eine ausführliche Lösung mitgeben. So, jetzt dann bin ich wollen auch wieder noch da. Mal probieren. Wir probieren es nochmal. Jetzt ist der Vorführeffekt. Will jetzt nicht. Haben wir den Vorführeffekt. Also ich kann bestätigen, als wir es gestern getestet haben, es funktioniert definitiv. Willst du noch ein letztes Mal? Einen letzten Versuch würde ich gerne noch probieren, Mike. Ansonsten schicken wir Ihnen da gerne den Beweis mal nach mit einem YouTube-Video, dass das auch funktioniert. Ja gut, aus einer Testumgebung heraus und dann muss es natürlich genau jetzt funktionieren. Murphy's Law. Genau. So sollte es sein. Und jetzt sollte er ihn normalerweise bekommen. Ich komme gerade zu dir rüber, Mike. Ja, ich noch immer hier. Versuchen es jetzt noch einmal. Ja, er scheint nicht zu wollen gerade. Ja, es ist der Vorführeffekt bedeutet, ja. Du als Entwickler wirst da sowieso auf Spurensuche gehen, woran es jetzt gelegen hat. Ich denke mal, da kriegen wir schnell einen Hotfix hin, falls es überhaupt irgendwas jetzt in die Richtung ist. Sorry dafür, das reichen wir auf jeden Fall nach. Genau. Ich kann Ihnen garantieren, als Sie es gestern ausprobiert haben, ich habe es auch schon mit meinem Schlüsselanhänger probiert, dass ich wirklich hier im Unternehmen einfach hier hinterhalten kann und sagen kann, hier kommen meine Druckaufträge angezeigt, sodass ich an dem Drucker, wo ich mir dann auch wünsche auszudrucken, ausdrucken kann. Auch haben wir hier einen QR-Code mittlerweile an unseren Druckern hinterlegt, sodass ich wirklich auch mit der App beispielsweise drucken kann, wenn ich gar keine anderen Verifizierungsmöglichkeiten hätte oder das per App bequemer finde. Da ist alles möglich. Das Einzige, was nicht im Lieferumfang enthalten ist, sind die schönen Weihnachtsbäume. Genau. Dann gehen wir zurück auf den Platz. Ich lege hier bei Teams auf. Dann müssten wir jetzt die Kamera mal wieder reinholen, plus natürlich die Präsentation. Genau. Genau, da sind wir doch wieder. Ja, ich glaube, wenn du die nächste Folie dran machen möchtest, genau, dass wir uns so ganz langsam dem Ende nähern. Und gut, nachdem das jetzt leider nicht funktioniert hat, bist du mir aber beim nächsten Release einen Wunsch schuldig. Und zwar, wie kriegen wir das denn integriert, dass wir jetzt zur Weihnachtszeit unsere Dokumente auch direkt an den Nordpol gesendet bekommen? Ja. Wunschzettel und Co. direkt über StudyPrint kriegen wir im nächsten Release hin, oder? Auf jeden Fall. Wunderbar, da nagel ich dich drauf fest. Genau. Das kriegen wir hin. Da bin ich dabei. Ansonsten sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank, dass Sie uns hier heute so kurz vor Weihnachten in bestimmt einer stressigen Woche Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich, der Dennis, als auch natürlich das ganze KIS-Team wünschen Ihnen frohe Weihnachten, eine schöne, besinnliche und ruhige Zeit, natürlich auch eine reichliche Bescherung und einen guten Rutsch. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit Ihnen. Wir haben sowohl, was das Tech-and-Hop-Webinar angeht, als auch generell so kleine Release-Webinare und viele andere Ideen mit unserem Marketing, sodass wir Sie auch wirklich auf dem Laufenden halten wollen. Was passiert so in unserer Welt des IT-Systemhauses oder auch der Steady-Print-Geschichte? Und ja, Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und auch Hut ab, dass du eingesprungen bist mal eben noch kurzfristig. Richtig schön. Und
Ja, dir gehören die letzten Worte und dann verabschieden wir uns. Bleiben Sie gesund. Genau. Ja, vielen Dank. Wir werden diese Funktionalität Ihnen auf jeden Fall noch zeigen und darstellen. Kriegen wir hin. Und das denke ich auch. Und ja, dann sagen wir noch gemeinsam frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Dann machen wir uns jetzt aber hier über den Teller noch her, oder? Aber da ist noch viel übrig auf jeden geblieben. Fall, da ist noch ein bisschen Platz. Ist auch gleich 12 Uhr, das machen wir. Alles klar. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, wie versprochen, wollten wir Ihnen noch zeigen, dass das SecureProint natürlich funktioniert. Und ich glaube, wir haben gerade auch schon ein bisschen Fehlersuche betrieben. Dennis, ich glaube, du hast den falschen Drucker ausgewählt. Ja, blöderweise. Ich glaube, ich habe auch den falschen V-Printer gewählt, den ich eigentlich gar nicht wählen wollte. Aber das stellen wir jetzt klar und dann zeigen wir doch mal, wie es richtig geht. Nicht mal arbeiten wir ohne Glühwein. Genau. Eben, das verwirrt dann schon mal. Genau, dann hier wählen wir jetzt hier die Anlage aus, gehen wir her und starten den Druck. Und jetzt sollte unser VPD-Druckdialog erscheinen. Und da kommt er auch schon. Und jetzt haben wir auch hier den richtigen SecureProint-Druck und starten unseren Druck. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal rüber zu dem Drucker. Und schauen mal, ob es jetzt funktioniert. Genau. Also, jetzt authentifizieren wir uns an unserem Printer Terminal. Und wie ihr seht, jetzt läuft unser System einmal frei. Wenn man doch einmal den richtigen Druck auswählt, Printer auswählt, dann klappt das auch richtig. Dann druck doch bitte einmal. Und so können den wir Beweis bist du uns noch schuldig. Drucken wir aus. Genau. Wir haben uns vor Ort authentifiziert. Ihr seht auch schon jetzt hier das grüne Icon, dass der Druckstatus entsprechend durchgereicht ist. Ja, und hier können wir nur noch unsere Weihnachtsbotschaft präsentieren und sagen frohe Weihnachten. Es funktioniert.